Eine Woche vor Beginn der Regionalliga steht für die U23 des FC St. Pauli gegen die U23 von Schalke 04 das letzte Testspiel der Sommervorbereitung an. Nachdem die Gäste in der vierthöchsten Spielklasse knapp den Abstieg verhindern konnten, soll im finalen Test gegen den Meister der Oberliga Westfalen aus Gelsenkirchen heute der letzte Feinschliff getätigt werden. Damit reine dieses Spiel die erste Möglichkeit haben die in weiß gekleideten Gäste aus St. Pauli. Der Freistoß geht jedoch knapp vorbei. Wenige Minuten später die Gastgeber auch mit der ersten Torchance, aber kein Problem für Gästekeeper Brodersen. Schalke erhöht jetzt den Druck. Flanke von der rechten Seite und in der Mitte verpasst Hempel per Kopf. Die Chance lebt aber noch. Diesmal über links. Feiner Trick von Jannis Greenbergs und er probiert es dann alleine. Brodersen ist hellwach. Beste Möglichkeit in diesem Spiel bisher. Schalke ist mittlerweile die spielbestimmende Mannschaft. Es fehlen aber noch die ganz großen Chancen. Dafür probiert es nun aber mal wieder St. Pauli. Es geht über die linke Seite. Schönes Zusammenspiel im Mittelfeld. Dann das Zuspiel in die Spitze für Esin Zihir. Doch wie auch auf der anderen Seite fehlt es noch an der letzten Durchschlagskraft. Die Gastgeber probieren es nochmal kurz vor der Pause. Das ist Björn Liebnau und der 19-Jährige hat das Auge für Umar Saho. Dessen Ablage landet im Rückraum. Der Versuch zunächst abgeblockt. Dann aber Hempel mit dem Nachschuss. Der Pfosten verhindert eine Schalker Führung Sekunden vor der Pause. Somit endet der erste Durchgang torlos. Schalke mit den besseren Möglichkeiten, aber noch ohne der notwendigen Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse. Die zweite Halbzeit beginnt so, wie die erste geendet hat. Schalke im Angriff, der eingewechselte Jason Cheka im Doppelpass, aber dann ist Endstation bei Sven Arvid Brodersen. St. Pauli versucht sich wieder etwas zurückzukämpfen in dieses Spiel, es geht über rechts. Und die Flanke landet in der Mitte auf dem Kopf von Christian Stark, doch es fehlt beim Neuzugang vom HSV noch an Präzision. Insgesamt werden die Gäste aus dem Norden jetzt aber stärker, auch wenn die ganz großen Chancen noch fehlen. Jakub Bednarczyk probiert es mal aus der Distanz. Starke Parade von S04-Torwart Christian Woschniak, der mit einem starken Reflex den Rückstand verhindert. Schalke in dieser Phase des Spiels etwas zu passiv. Nächste Möglichkeit für die Gäste. Woschniak ist erneut zur Stelle. Kurz darauf ein indirekter Freistoß. Latte, Glück für Schalke. Nach dem Pfostentreffer in Halbzeit 1 nun St. Pauli im Aluminiumpech. Gelingt hier einer Mannschaft noch der Siegtreffer? Nun ist wieder Schalke im Angriff. Gyamnina frei vor Brodersen. Wieder kein Tor. Der 19-jährige Joker vergibt die große Chance auf das 1:0. Freistoß von der rechten Seite. Kein Problem für Brodersen. Die Gastgeber erhöhen nochmal etwas das Tempo. Es läuft schon die letzte Spielminute. Der Ball landet wieder bei Gyamnina. Doch es soll heute irgendwie nicht klappen mit einem Treffer. Damit bleibt es am Ende torlos. Am Mikrofon der Gästetrainer. Ja, ich denke mal auch. Ein gutes Testspiel. Letzte Vorbereitungsspiel. Nächste Woche geht das los. Ich denke mal, dass man über 90 Minuten beiden Mannschaften hätten ein Tor machen können. Die hatten einen Pfostenschuss gehabt, wir haben einen Lattenschuss gehabt. Noch andere Situationen vom Tor gehabt, wo man nachher vielleicht ein bisschen den letzten Pass nicht gebracht hat. Ja, ein guter Test. Aufgrund der beiden Halbzeiten auch für mich, 90 Minuten, ist das auch gerecht. Ja, ich denke mal, heute wäre das auch bei dem Wetter nachher, wo die Sonne so rauskam, wäre es ungerecht, wenn eine Mannschaft hier jetzt 1:0 verloren hätte. Ja, ich denke mal, das war gerechte Teilung. Am Sonntag beginnt für St. Pauli in Oldenburg dann die Regionalliga-Saison. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.